Gut. Fort Mustang, würde ich sagen, ne? Fährt hin. Was haben wir noch? Hier, wir haben einen traditionellen V8 5,0, 54 PS. Richtig. Ja. Wie ihr seht, in schwarz. Uni-Schwarz. Genau, Facelift-Modell. Das heißt, ab 08/2017, hier in Deutschland erst ab 18 bestellbar gewesen. Richtig. Auf dem Markt schon 08/17, nur nicht hier in Deutschland, beziehungsweise ja, in Europa. Der Mario hat hier was gemacht an diesem Fahrzeug, dass wir das auch nicht vergessen. Ja, das Fahrzeug hat Keramik bekommen, zwei Schichten, eine extreme Lackveredelung, auch gerade für Unilacke gegen Kratzer etc., gegen Vogelkot und Fliegenreste, Teer, Baumharz. Gerade bei so einem Unilack auch besonders wichtig, dass der geschützt ist, weil da ist echt gar nichts drüber und ist sehr empfindlich. Und dann auch noch schwarz dazu. Ja, er sieht klasse aus, kriegt halt auch einen extremen Glanz und ist noch nicht ganz fertig. Da kommt noch ein paar Stufen. Ja. Aber jetzt geht es ums Thema Tuning. Was können wir denn hier so ein bisschen leichtig machen? Weil ja, können wir machen. Und zwar, gehen wir es kurz durch, das Vorfacelift. Das kam 11/2014 auf den Markt und wurde bis 08/17, wie ihr schon gerade gehört habt, produziert und hatte 421 PS. Den hatte ich noch vor kurzem, da ist ein Video online, genau. Mit dem Kompressor. Richtig, in dem Fall Schwabenchecker. Genau, Schwabenchecker sind zu sehen. Wenn ihr das Video anschauen. Und ja, wir haben 421 PS gehabt und 530 Newton bis 08/2017 und mit der Umstellung zum Facelift hat man auf 450 PS erhöht. Allerdings hat man das Drehmoment gleich gelassen. Genau. Ja. In diesem Fall hier haben wir einen 6-Gang-Schalter, was du ja schon mit Kompressor gefahren bist. Ja. Ja. Es war ein Biest. Ja. Also ein Schalter mit 700 PS fast. Ah, es war schon eine Ansage. Aber es hat, muss sagen, irgendwo schon Laune gemacht, das Ding, sag ich mal, von Hand zu reißen. Ja. Das glaube ich. Aber es war echt mit Köpfchen zu fahren, weil wenn der eingekuppelt hat, hast du gedacht, da haut dir eine Abrisskugel dagegen, du. Das glaube ich dir. Wir hatten bis beim Facelift 6-Gang-Handschalter und 6-Gang-Automatik. Beim Facelift haben sie den 6-Gang-Handschalter gelassen, haben aber die Automatik auf 10-Gang erhöht. Und die soll besser sein. Genau, was jetzt auch in den neuen Ford-Modellen dann auch im Range und was alles kommt, was ihr auch schon im Video gesehen habt. Richtig. Im neuen Modell dann auch die Automatik verbaut kriegt. Ja. Was man sagen muss, wenn man an der Hardware nichts ändert an diesem Fahrzeug, ist nicht viel möglich. Das heißt, rein nur durch eine Kennfeldanpassung, das heißt nur durch einen Software-Datenstand, reden wir von 25 PS und vielleicht 25, 30 Newtonmeter, was an Mehrleistung möglich ist. Ja. Das spürt man, das macht auch was aus, liegt aktuell bei 999 Euro. Wenn jemand auf diesem Auto richtig Leistung rausholen möchte, dann muss er das Video bei Mario auf seinem Kanal anschauen. Dort wurde nämlich ein Video hochgeladen mit dem kompletten Umbau. Da müssen wir uns auch noch beim Autohaus Walz bedanken für das Video. Genau. Und dort sind Leistungen möglich, wie der Mario gerade schon gesagt hat, jenseits der 600 PS und Richtung 750, 800. Also laut dem Kompressor bis sogar fast 1000 PS, meine ich. Ja, wahrscheinlich, aber muss man dazu Bauteil der Motor verändern. Richtig. Haltbar, gesund, ohne dass man groß was verändern muss am Motor, liegt irgendwo so 650 PS und 750 bis 800 Newtonmeter. Finde ich schon relativ gut. Ja. Und ich finde auch, dass dieses Kompressor-Kit sich in Relation in Grenzen hält. Also das komplette Kit mit Umbau, mit Software, mit TÜV-Eintragung und liegt ganz knapp bei 15.000 Euro, was ich viel Geld finde, aber für das, was rauskommt, hält es sich in Grenzen. Finde ich auch. Ja? Was man zu dem Auto noch sagen darf und kann, das Auto hat zum Beispiel die Klappenabgasanlage serienmäßig. Finde ich zum Beispiel eine gute Sache. Man kann ihn leise fahren, ist auch relativ gesagt. Ich finde, er ist schon relativ laut. Also, ja, mit der jetzt, der hat ja die, daran erkennt man auch mit 4er Auspuffanlage, dass es das Facelift, sich ums Facelift handelt. Und er hat zum Beispiel auch noch die Bullet-Bremsanlage von Brembo, die richtig, also gleich am Anfang recht gut zupackt. Ja. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal noch kurz nach hinten. Kleines Soundfall, oder? So ein Standgas. Ja, mit Klappe. Standgas, Kaltstart, dass ihr auch mal wisst, wie sich das anhört. Nett. Dann würde ich sagen, dann machen wir für heute nach dem kleinen Video eine Feierabend. So ist es. Macht's gut. Ciao. Heute im Dunkeln. Ciao.